Sixth Pool Rush, ehrlich gesagt, drei. Ja, jetzt schauen wir mal, was die Joker-Taktik ausprobieren. Also das erste Spiel ist vorbei, 2-0 ist ausgegangen für den Oscar gegen den Andi. Jetzt spielt der Andi sein zweites Spiel gegen den Sorg. Erstes Spiel im zweiten Duell. Das muss und das er muss jetzt gewinnen. Weiterkommen. Genau. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt jemand mal die Cheese-Schiene auspackelt. Haben wir in dem Turnier bis jetzt noch gar nicht gehabt. Ja, die fehlt noch. Ja. Und gehen wir. Oh, nahe Posis, das ist, bietet sich natürlich für einen Sixpool geradezu an. Ja, close. Close positions. Ja, wenn er scoutet, muss er auch noch machen. Ja, das sauge ich schon wieder 5 Sekunden. Du hast das da im letzten Spiel gespielt, scouten, oder? Nee. Oh, oh, das sauge ich schon wieder. Die Echse hast du recht Sporters gesehen, oder? Die Echse habe ich erst beim Angriff gesehen, ne? Also ja, als den Pylon lieber hinbauen wollen. Ja. Genau. Schon, das kein Sixpool kam vom Andi, das habe ich mir auch gewundert. Als der eine Zergling da bei Excel Naga kam am Anfang, habe ich so einen Scheiß baut. Aber was soll's. Ja, ja, Andi hat das Glück beim Scouten, beide Scouten im, im Uhrzeigersinn und naja, Andi findet ihn sofort. Genau. Und der Sorg ist ein bisschen spät da. So 20 Sekunden ungefähr. Dem geht jetzt gerade der Arsch zu. Und jetzt muss er ja den Dings killen. Die Drohne, ja, genau. Das Sorg checkt. Ist noch fertig, Mann. Ja. Und jetzt mit beiden drauf, Sorg. Die ist eh weg. Oh nein. Ja, der letzte, der hat auch bloß einen Ohrenschlag. Ja, aber ja. Der Sorg macht halt sonst nichts. Ja. Oh, jetzt geht er selber drauf, oder? Na, ja, ja, doch. Er ist auf 10, der Sorge ist schon wieder ziemlich weit hinten und der Andi hat schon Gas und der Pool, 13er Pool, 14er Pool ja, wahrscheinlich. Der Sorge hat 260 Mineralien und baut keine WBFs, 300 Mineralien. Ja. Jetzt hat er. Und Babygeräusche im Hintergrund, das wäre ein lustiges Video. Dann sagen wir jetzt mal Zeit, dass er vorne zu macht. Ah ja, ich glaube, der Andi spielt es relativ safe halt. Jetzt hat Sorg Scouting WBF steht an der Natural, das ist gar nicht so blöd. Aber. Da ist ein Lucken drin. Oh, die ersten Zerglinge sind draußen. Und gehen auch gleich los. Ja, und unser Herr Terraner hat mit dem Wollen wieder nicht ganz so oft reingerückt, weil die Schlange weit offen. Meinst du wirklich? Vielleicht schafft das jetzt aber. Nein, nicht wirklich. Oh, er baut die zweite Kaserne und er baut WBFs noch, das ist gut. Ja, mit den Mineralien ist jetzt der Andi auf 300, 200, 300, ja. Zergling haben wir den WBF von killed, oder? So wie der Sieg. Zergling Speed kommt, ja. Wird so versetzt, würde ich das ja. Naja, und Bandlings natürlich. So, jetzt ist dicht. Naja, wenn die Bandlings kommen, dann wird's hart. Jonas, was haben wir noch? Geh nicht davor aus, dass der Sorg bis dahin Panzer hat. Naja, er baut er nicht weiter auf Fabrik, sondern er baut die zweite Kaserne. Ja, hat er noch kurz zweites Gas, da braucht er mit der zweiten Fabrik gar nicht anfangen. Mhm. Fabrik oder mit der zweiten Kaserne? Mit der Fabrik. Mit der Fabrik. Braucht er dann nicht anfangen. Und so Bleiblockt ist er jetzt auch. Ah, und Sergi ist am Scouten. Ja, das wäre glaube ich doch recht einseitig. Ja, Andi wird sich freuen, da vorne drei kleine Gebäude zu sehen. Die haben nämlich alle bloß 400 HP. Ja, jetzt kommen auch gleich die ganzen Zergis an. Unser Bindling macht 80 Schaden gegen Gebäude, das heißt 5 Bindlings gegen ein Gebäude reicher. Wahrscheinlich ja, sucht das ein Tech-Labor aus, weil... Kann gleich mal 6 machen. Kann gleich mal 6 machen. Ja, da kommt gleich der Morph. Da ist 7 Stück. 7, ja.
Ja. Es ist ziemlich schnell vorbei. Ja, ich glaube auch, weil die Wall nicht wirklich stark ist und es stehen ja leider bloß 5 Marines dort. Hm. Nur mal ein Haufen Zerglings. Gleich sind sie. Der hat ja 2 Tech-Labore im Kopf. Der holt sich die Concussive Shells, obwohl er keinen einzigen Marauder hat. Ja, erste baut er jetzt, aber der hilft ihm auch nichts. Jetzt geht's wieder los. Und die Bandlings reißen die Walleye und nur ein paar Marines und dann darf er das GG sein. Ohne jetzt allzu voreilig zu sein. Jetzt erst einmal die. Ja, da ist offen. Und jetzt die Zerglings, nein, und das ist ein GG. Jupp. Aber ich sage, ist er hart. Hallo. Ich tippe nicht auf. Oder nur Marauder und Marine. 2 Marines. Ja, der sagt, der probiert immer bis zum Schluss. Für den ist er ja bekannt. Aber jetzt sollte das doch sein, dass das nichts mehr wert. Ja. GG und